Die Lehrkräfte freuen sich auf Qamart, weil sie gerne ihren Unterricht weiterentwickeln möchten, aber dazu auch gute Strukturen und Impulse brauchen. Die Kinder und Jugendlichen können davon dann profitieren, wenn die Lehrkräfte ihnen tiefergehende, bessere Lerngelegenheiten schaffen. Es geht um Unterrichts- und Fortbildungsqualität im Mathematikunterricht zu entwickeln. Das ist ein Projekt, das die KMK gemeinsam mit 15 Bundesländern initiiert hat, das wir als Deutsches Zentrum für Lehrkräftebildung anbieten und durchführen, gemeinsam mit dem IPN in Kiel. Wir haben also viele Partner, das machen wir nicht alleine und es geht auch nur mit ganz vielen Partnerinnen und Partnern. Bildungspolitisch kommt Qamart zu einer interessanten Zeit, weil sich die Kultusministerkonferenz ja vorgenommen hat, dass sie tatsächlich gemeinsam mehr tun will für die Entwicklung von Fortbildungen und ihrer Qualität. Und die KMK hat sich dafür Partner gesucht in der Wissenschaft, weil auch die Bildungspolitik inzwischen überzeugt ist, dass die Bildungssteuerung und die Wissenschaft gut zusammenarbeiten soll. Für uns ist das klasse, weil wir jetzt tatsächlich kooperieren können mit 15 Landesinstituten, 15 Ministerien und das Know-how, was die mit einbringen, mit dem Know-how, was wir einbringen, gut zusammenbringen kann. Und so hoffen wir, dass Qamart auch in gewisser Weise exemplarisch wird für diese Kooperation zwischen Wissenschaft und Bildungssteuerung für den Fortbildungsbereich. Deswegen glaube ich, dass Qamart ziemlich gut ist, weil Qamart sehr, sehr konkret ist und an diesen konkreten Dingen, an diesen konkreten Fortbildungen auch die Forschung betrieben wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich sehr, sehr viel konkretere Handlungsempfehlungen auch von ausgehen könnten. Ja, auf der Systemebene ist in jedem Bundesland noch ein ganz anderer Personenkreis von Bedeutung, die das Qamart-Projekt sozusagen über die Einzelschule hinaus noch stabil im Bildungssystem eines Bundeslandes verankern. Das sind die sogenannten Landesverantwortlichen und die Landeskoordinierenden, die dafür sorgen, dass immer wieder der Informationsfluss, wo steht Qamart, was brauchen wir noch, wo fehlen Ressourcen, das sind die Personen, die die Kontakte bis hoch in die Hausspitzen, also in die Staatssekretärinnen-Ebene oder die Ministerinnen- und Ministerebene aufrechterhalten. Und das ist die eher operative Ebene in jedem Bundesland, das sind die sogenannten Landeskoordinierenden Personen, die sorgen dafür, dass auch wirklich die Personen, die Multiplizierenden, die im Zentrum stehen des Qamart-Projektes, dass die auch da sind und dass auch hier immer wieder der, sagen wir mal, Spirit von Qamart aufrechterhalten wird in dieser Gruppe der Multiplizierenden. Qamart verbindet mit anderen Programmen diese Idee, dass wir wirklich im Unterricht was erreichen wollen. Es unterscheidet sich vielleicht von anderen Programmen dadurch, dass wir das sowohl machen von dem aus, was Schulen mitbringen, als auch mit Input, den wir geben und mit dem wir diese Prozesse, jede Schule erfindet selber, was guter Unterricht ist, unterstützen. So ein anderes Alleinstellungsmerkmal ist die ganze Forschungsbasierung, die wir hier reinsetzen. Für uns ist das so, dass die Forschung total wichtig ist, um die Prozesse besser zu verstehen. Was machen Lehrkräfte da? Wo stehen die? Was machen die gut? Wo brauchen sie Unterstützung? Und wie entwickeln die dann ihren Unterricht weiter? Je besser wir das verstehen, desto treffsicherer können unsere Fortbildungen auch sein. Und da ist es ein Riesenvorteil, dass Qamart so ein langfristig angelegtes Projekt ist, wo die Ergebnisse unserer Forschung auch direkt wieder der Weiterentwicklung der Materialien zugutekommen können. Die Bildungsforschung, die bisher so in der Öffentlichkeit ankommt, ist ganz oft nur PISA. Man denkt immer noch, Forschung sei nur dazu da, die Probleme aufzuzeigen. Aber Forschung kann viel mehr. Insofern machen wir Forschung so, dass wir immer weiter die Fortbildungsangebote auch verbessern können und so hoffentlich in 10 Jahren wirklich richtig was erreicht haben damit. Qamart ist ein langfristig auf 10 Jahre angelegtes Programm, was die Unterrichtsentwicklung vorantreiben kann, mithilfe von sogenannten Schulnetzwerken, also Netzwerken von ca. 5 Schulen, von denen jeweils in Abhängigkeit auch ein bisschen von der Größe der Schule 3 bis 5 Lehrkräfte teilnehmen, kontinuierlich über einen Zeitraum von 2 Jahren mit mehreren Terminen im Schuljahr, zu denen eben entsprechende Unterrichtsmaterialien entwickelt werden. Und wo eben zwischen den Veranstaltungen auch entsprechende Praxiserprobungen der Lehrkräfte stattfinden, die gemeinsam reflektiert und dann auch in die nächste Veranstaltung mitgebracht werden. Die Schulen nehmen zunächst 2 Jahre begleitet von Multiplizierenden an Veranstaltungen teil. Und ab dem 3. Schuljahr ist es möglich,
dass die Schulen weiterlernen in den Teams mithilfe von Selbststudiumsmaterial, was wir entwickeln werden. Ganz wichtig sind dabei die Multiplizierenden, die dann wiederum die Fortbildungen von QAMAT ausbringen für ganz viele Lehrkräfte, sodass wir letztlich auch in den Mathematikunterricht hineinkommen und da auch den Unterricht verbessern, sodass es direkt bei den Schülerinnen und Schülern ankommt. Ja, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, das sind erfahrene Lehrkräfte, die in Schulnetzwerken eben Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Und die haben wir jetzt hier gerade in Berlin. Wir machen eine Auftaktveranstaltung mit über 400 Menschen aus den verschiedenen Ländern, die alle mit viel Unterrichtserfahrung kommen, aber die Fortbildungserfahrung jetzt noch ganz unterschiedlich ist und wir gemeinsam erarbeiten, wie eigentlich die guten Fortbildungen dann ausgestaltet sein können. Und zudem ist es wichtig, dass wir nicht nur das Lernen der Schüler im Unterricht in den Blick nehmen, sondern insbesondere auch das Lernen der Lehrkräfte in Fortbildungsveranstaltungen. Wir sind hier bei der ersten Bundestagung, die wir anbieten für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die für ein Jahr an einer Basisqualifizierung im Rahmen von QAMAT teilnehmen und dann im Anschluss selber die Fortbildungen, die sie hier besprechen, diskutieren, reflektieren, die sie dann selber übernehmen in ihre Fortbildungen. Diese Aktivität, die hier wirklich jedes Mal in jedem Workshop, in jeder Veranstaltung, im Vortrag wirklich präsentiert wird, ist Wahnsinn. Also wie die mitmachen, hier alle fleißig dabei sind, Fragen beantworten, Input geben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist einfach, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte mehr Zurückhaltung erwartet tatsächlich von und ich bin total begeistert, wie es hier abläuft. Und das ist mein erstes so großes Projekt, mit so vielen Lehrkräften auch zu arbeiten, das ist wirklich toll. Mein Eindruck von der Tagung oder vom Projekt ist, dass wahnsinnig viel Motivation in der Luft liegt, wahnsinnig viel Lust, dass es losgeht, also besonders bei den Leuten, die jetzt schon seit längerer Zeit sich darauf vorbereiten auf dieses Projekt und ganz viel Lust auf das, was kommt. Ne? Also die Vorfreude auf das nächste Schuljahr, die Spannung, ob man genug Schulen für dieses Projekt gewinnen kann und mit denen dann im nächsten Schuljahr auch starten kann. Das ist eines der größten Projekte, die es in Deutschland je gegeben hat, von der Zahl der Multiplizierenden. Und das ist schon wirklich fantastisch. Einige Bundesländer haben sämtliche Fortbildnerinnen und Fortbildner, die in Mathe tätig sind, uns hier auf diese Tagung geschickt. Das ist absoluter Wahnsinn und das ist richtig toll. Wir freuen uns einfach, dass die Länder da so intensiv und so zahlreich eingestiegen sind. Ich habe neue Impulse für meine Fortbildungstätigkeit bekommen, was ich also sehr, sehr gut finde und auch immer wieder neue Denkansätze, wo ich merke, dass Kollegen, die ich gerne fortbilde, vielleicht doch noch einen anderen Ansatz haben, aus einem anderen Setting kommen, als ich vielleicht vorher gedacht habe. Insofern ist es total gewinnbringend. Wir haben uns eine gemeinsame Idee vorgenommen, was guten Unterricht ausmacht. Idee 1, kognitive Aktivierung. Also wir wollen nicht am Oberflächenlernen bleiben, sondern wir wollen die Kinder ins tiefe Denken reinbringen. Das klappt aber nur, wenn man auch dafür sorgt, dass Schülerinnen und Schüler wirklich viel miteinander über Mathematik sprechen. Das ist unsere Idee 2, Kommunikationsförderung. Und wir tun das, weil das zentrale Ziel von Unterricht ist, tatsächlich das Verständnis für die mathematischen Konzepte, für die Verfahren, für die Strategien aufzubauen. Verstehensorientierung ist unser drittes großes Prinzip. Und um diese drei Prinzipien zum Leben zu erwecken, gibt es noch zwei weitere. Wir müssen ansetzen an dem, was Lernende mitbringen, das nennen wir Lernendenorientierung. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Lernprozesse nicht immer so voneinander abgetrennt sind, sondern stärker in einen durchgängigen, langfristigen Lernpfad hineinkommen. Kognitive Aktivierung, Kommunikationsförderung, Durchgängigkeit, Verstehensorientierung, Lernendenorientierung und Adaptivität. Das ist das Fünfer-Set, mit dem wir jetzt 10 Jahre lang arbeiten. Verstehensorientierung zum Beispiel fällt mir dabei ein. Ganz wichtiger Punkt. Für mich bedeutet das, dass wir Mathematik so unterrichten müssen, dass es durchdrungen werden kann und verstanden wird und miteinander verzahnt wird in verschiedenen Ebenen. Ja, die Kohärenz, was ja auch sehr wichtig ist für nachhaltiges Arbeiten, das ist uns Lehrern und Lehrerinnen ja auch sehr wichtig, dass das, was wir machen, nicht einfach nur eine Eintagsfliege ist und mit der Klassenarbeit abgeschlossen, sondern diese Durchgängigkeit der Prinzipien finde ich sehr wichtig für nachhaltiges Arbeiten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind, weil wir feststellen, dass
dass dieses Abarbeiten von einzelnen Dingen einfach nicht, keinen Lernzuwachs bringt. Für mich stehen kognitive Aktivierung erstmal ganz oben, Kommunikationsförderung, weil ich denke, dass Mathe in sich eine kommunikative Wissenschaft ist, die nicht im stillen Kämmerlein passiert, sondern die immer auch vom Austausch lebt, von unterschiedlichen Ideen und Ansätzen lebt und von einem Aushandeln von Bedeutungen und Lösungswegen. Ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen für den Matheunterricht tatsächlich diese Verstehensorientierung ist. Gerade weil der Matheunterricht im Moment noch anderen Prinzipien folgt, zum größten Teil, die sich auf das Anwenden gelernter und erlernter Schemata beschränkt. Und wir merken ja aber an den Ergebnissen der letzten Jahre, dass das nicht nachhaltig ist und wir uns andere Sachen überlegen müssen. Und ich glaube, dass Quamat eine tolle Gelegenheit ist, da anzusetzen. Wir brauchen Sie als Ermöglicher dieses Projektes, das über 10 Jahre angelegt ist, immer wieder. Und ermöglichen haben Sie schon mal bewiesen. Wir haben hier in der ersten Bundestagung knapp 400 Lehrkräfte, die alle von ihren Schulleitungen freigestellt wurden für diese erste Auftaktveranstaltung. Das heißt, Sie haben es erstmal im ersten Schritt ermöglicht, dass unsere Zielgruppe, die Multiplizierenden, hier sind und immer wieder hier sein können. Und durch Quamat müssen wir einfach klar machen, ihr habt selber etwas davon für die Qualität eurer Schule, des Mathematikunterrichts, wenn ihr diesen Aufwand für dieses Projekt wirklich in Angriff nehmt. Unser großer Traum ist ja, dass wir das schaffen, was in anderen Ländern ganz normal ist, nämlich dass mehr Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam in Teams ihren Unterricht weiterentwickeln. In Deutschland macht man noch so gern die Tür zu hinter sich, aber gemeinsam geht es viel besser und so eine Kultur würden wir gerne gemeinsam etablieren. Und deshalb, weil so viele Ebenen beteiligt sind und so viele wichtige Personen auf jeder Ebene zum Gelingen des Gesamtprojektes beitragen, ist einfach mein Wunsch für die nächsten 10 Jahre des Quamat-Projekts, dass sich das alle immer mehr zu eigen machen, was wir eigentlich vorhaben. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler mehr Spaß und mehr Kompetenzen bei Mathematik haben. Jetzt sind wir ja in dem Jahr, wo die Schulen wirklich überlegen, wer wir mitmachen und wer wir nicht mitmachen. In den Phasen, die wir im Moment haben, wo in Schule der Wahnsinn tobt, muss sich ja jeder Schulleiter überlegen, will ich wirklich meinen Lehrkräften noch irgendwas aufbrummen? Aber die Schulen, die sich schon entschieden haben, die machen das deshalb, weil sie das Gefühl haben, dass sie mit dem Projekt tatsächlich das, was sie sowieso tun wollen, weiterentwickeln können und Flügel kriegen. Also einfach Support von außen kriegen und Support kriegen, die Kräfte innen drin auch gut zu stärken. Ich nehme mit nach Hause, dass der Austausch in diesem Bereich sehr, sehr wichtig ist und dringend notwendig ist und dass ich eigene Lernerfahrungen am liebsten sofort umsetzen und in den Austausch bringen würde.